Ja? Ja, ich höre dich. Over. Ich nicht, ich kann eine halbe Straße bitte. Hier sind noch vereinzelt Rücken in Richtung Schloss. Einfach mal alle ein bisschen aufrutschen in Richtung Schloss. Ein bisschen Platz machen. Es sieht sehr, sehr gut aus, wie viele hier heute sind. Es sieht sehr, sehr gut aus. Um 11.15 Uhr kommen einige Schulen noch. Erst nach der vierten Stunde. Deswegen mal schauen. Ein bisschen aufrutschen, ein bisschen kuscheln. Ist ja auch nicht so warm heute. Alles aushaltbar. Kein Sound an. Was? Time.
am Marktplatz und alle hier auf der Straße. Ich glaube, es wird hart pushen, wenn ich das kann. Sie können dann am besten sehen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Was denn hier? Nee, aber hier gibt es immer noch Radwisch. Was denn hier? Ah, da, da. Ja, der steht gerade so da. Der mit dem roten Bezahl. Was denn hier? Erlange kriegt das hin? Kohlekonzerne! Baggern in der Ferne! Steuern uns rum mit! Nur für ein Batzengeld! Worin wir uns in Zukunft sind! Nur für ein Batzengeld! Worin wir uns in Zukunft sind! Erneuerbare Energie! Erneuerbare Energie! Letzte Runde! Oder erster Samstag. Also, herzlich willkommen. Das sollen ja auch alle hören. Herzlich willkommen zum dritten globalen Klimastreik. Hallo Erlangen, cool, dass ihr alle da seid. Ihr seid super. Ihr seid ja Wahnsinn. Ihr seid so viele, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Vor 9 Monaten hat Fridays for Future das erste Mal in Erlangen gestreikt. Damals waren es 750 mutige. Auf unberechtigte Kritik, die wollen doch nur schwänzen, haben wir 3 Demos gemacht außerhalb der Schulzeit. Mit Riesenerfolg. Wissen, dass wir relevant sind jetzt. Länger ignorieren und wir haben jetzt schon den Diskurs in Deutschland, Europa und auch ja der Welt zum Thema Klima nachhaltig verändert. Heute tagt unseretwegen das Klimakabinett in Deutschland und hoffen wir mal, dass sie sich von uns beeindrucken lassen, dass sie unsere Forderungen annehmen. Aber nicht nur deshalb ist heute ein Schicksalstag fürs Klima. Morgen tagt die UN zum großen UN-Klimagipfel. Auch das ein wesentlicher Meilenstein in Richtung aktives Vorgehen gegen den Klimawandel, gegen die Klimakrise, gegen die wir hier alle demonstrieren. Und es werden noch viele Gipfel folgen. Wir bleiben dran, wir bleiben hier und wir passen auf, dass die Politiker uns nicht nur tolle Sachen versprechen, sondern dass sie auch umsetzen. Wir streiken, bis ihr handelt. What do we want? When do we want it? Now! What do we want? When do we want it? Now! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Woo! Super, Leute! Dann bitte ich nochmal alle Teilnehmenden hier, sich auf dem Schlossplatz zu versammeln, sofern möglich. Und hier hinten sind noch 2 Fahrräder, die hier ziemlich im Weg stehen. Es wäre cool, wenn die beiden HalterInnen sich melden würden und die mitnehmen. Dankeschön. Jetzt kommt erstmal kurz ein bisschen Musik und dann die nächste Rede. Dankeschön. Kurze Frage mal, wer war im Januar letzten Jahres hier? Alle mal, die im Januar hier waren, schreien. Alle, die schon mal irgendwann hier waren, schreien.
alle, die heute hier sind, schreien, trappeln, klatschen, dass uns die Arkaden entführen. Und zwar sehr, sehr geil. Deswegen jetzt. Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle. 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 Hoch mit dem Klimaschutz. Kleines, ich sag was und ihr antwortet, was Wechselspiel. Ich sag Klima, ihr sagt Schutz. Ich sag Kohle, ihr sagt Stopp. Und ich sag Hambi, ihr sagt Leicht. Verstanden? Halbwegs verstanden. Gut. Klima! Schutz! Klima! Schutz! Klima, Thema Klima! Klima! Schutz! Klima! Schutz! Klima, Klima, Klima! Schutz, Schutz, Schutz! Kohle! Stopp! Kohle! Stopp! Kohle, Kohle, Kohle! Stopp, stopp, stopp! Hambi! Leicht! Hambi! Leicht! Hambi, Hambi, Hambi! Leicht, Leicht, Leicht! Nazis! Raus! Nazis! Raus! Nazis, Nazis, Nazis! Raus, raus, raus! Wir wollen ja auch eine gute Stimmung haben. Also, ich sag, whose future? Und ihr antwortet, our future, okay? Whose future? Our future! Whose future? Our future! Whose future? Our future! Sehr gut, das hat gut geklappt. Dann nochmal, what do we want? Climate justice! When do we want it? Now! What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Okay, das sitzt auf. Dann, was ist das hier? Klimastreik! Was? Klimastreik! Was? Klimastreik! Was wollen wir? Klimaschutz! Was wollen wir? Klimaschutz! Was? Klimaschutz! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Wann? Jetzt! Sehr gut, sehr gut, Leute. Sehr gut, das läuft schon. Also dann, was? I am unstoppable, another world is possible. We are unstoppable, another world is possible. We are unstoppable, another world is possible. Es gibt kein Recht auf Kohle, Bagger fahren. 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 Es gibt kein Recht. Auf Kohle, Bagger fahren! So, und bevor jetzt die Band kommt, ein letztes. Ich meine, wir sind heute ist warm, heute ist duschlich. Ich meine, da könnten wir doch alle noch mal ein bisschen mehr Sport machen, oder? Deswegen. Wer nicht hüpft, der ist für Kohle, hey! Hey! Wer nicht hüpft, der ist für Kohle, hey! Wer nicht hüpft, der ist für Kohle, hey! Wer nicht hüpft, der ist für Kohle, hey! Hey! Wer nicht hüpft, der ist für Kohle, hey! Hey! Wer nicht hüpft, der ist für Kohle, hey! Hey! So! Dann könnten wir nach der kurzen Sporteinheit laufen und ein bisschen Kraft sparen. Und ein ganz, ganz großen Applaus für unsere erste Band. Hallo, Test. Test. Test.
also hallo erstmal. Wir sind Johann, Andi, Iris und Felisa. Und wir beide haben von unserem P-Seminar gesellschaftskritisches Songwriting aus einen Song über unsere Meinung zur aktuellen Klimapolitik geschrieben. Genau, das ist jetzt wahrscheinlich ziemlich offensichtlich. Das ist wirklich ziemlich offensichtlich, warum wir das dann bitte dann machen. Genau, dann viel Spaß euch. Gleich unseren nächsten Redner ankündigen, noch kurz eine Ankündigung in eigener Sache. So eine Demo zu organisieren, das ist nicht ganz billig und das ist auch nicht ganz einfach. Deshalb haben wir diese offiziellen Spendenboxen und nur die sind offiziell. Jeder, der sich sonst hier Geld abholen möchte von euch im Namen von Fridays for Future, ist nicht von Fridays for Future. Also, diese schönen Müsli-Boxen hier sind unsere Spendendosen. Damit werden nachher Leute rumgehen. Wenn ihr was geben möchtet, gerne. Wir zwingen euch dazu natürlich nicht, aber es wäre natürlich nice. So, jetzt unser nächster Redner, der Marc. Hallo zusammen. Ich muss sagen,
Mir gefallen einige Dinge ganz gut seit Januar, seit irgendwie öffnet. Oder genauer gesagt, gefällt mir eigentlich genau genommen nur eine Sache recht gut. Und zwar, dass wir in Gespräche kommen. Wir sind in Gesprächen im Stadtrat mit jeder im Stadtrat vertretenen Partei. Wir sind im Landtag in Gesprächen. Wir sind im Bundestag in Gesprächen. Wir werden gehört. Doch an der Sache gibt es einen Haken. Jedes Mal, wenn wir angehört werden, dann schlägt uns ein Satz entgegen. Dieser Satz lautet, der Einzelne. Klar ist das richtig und wer Geld hat, sollte das auch machen. Aber warum überhaupt ist das ökologisch Hergestellte teurer? Das ist doch kompletter Irrsinn. Sollte nicht das, was wir ökologisch herstellen, billiger sein und subventioniert werden? Und das, was nicht ökologisch hergestellt ist, sollte das nicht belastet werden? Sollte das nicht teurer sein als das Gute? MFF hat in diesem Punkt auch eine Forderung. Und zwar fordern wir eine CO2-Bepreisung von 180 Euro. Die Partei, die am meisten fordert, fordert 40 Euro. Da könnte man sich jetzt natürlich fragen, ja, okay, haben die Parteien nicht eine Ahnung, ist 40 Euro nicht genug? Nein, verdammt, ist es nicht. Denn selbst das Umweltbundesamt hat uns bestätigt, dass eine Tonne CO2, die ausgestoßen wird, uns mindestens 180 Euro kostet, um sie wieder zu bereinigen in der Zukunft. Und genau diesen Preis müssen wir verlangen. Genauso hoch muss eine CO2-Steuer sein. Es muss endlich das Umweltschädliche belastet werden und das Umweltfreundliche entlastet. Und wenn es dann so ist, dass das Umweltfreundliche günstiger ist und wir alle danach leben können, ohne uns selber zu schaden, dann stellt sich immer noch die Frage, warum muss immer noch der Einzelne nur was tun? Es muss endlich die Politik handeln. Es muss sich unser Bündnis.